Ja, servus, hier bin ich wieder. Freunde, ihr habt's mich wie immer voll erwischt. Ich wollte mich eigentlich gerade rasieren gehen, aber naja, das kann warten, denn ich muss euch jetzt noch kurz hier was erzählen. Freunde, Achtung. Puh. Nein, ihr seht, es liegt am Arbeiten. Ich komme vom Arbeiten, ich sehe etwas müde aus, geschafft aus. Ja, bald geht bei mir auch das Lichtle. Das Lichtle aus, so wollte ich sagen. Und dann gibt es vielleicht auch von euch einen Applaus. Nein, was ich euch sagen will, ist, Freunde, was mir gerade so eingefallen ist, das muss ich berichten, weil ich finde das wirklich den mega, über, ober, ultra, mega Knaller, Brüller, Knüller. Und zwar, Freunde, war ich neulich beim Zahnarzt. Und jetzt bitte aufpassen. Und gut zuhören. Ich war neulich beim Zahnarzt, soweit so gut. Geht da normal rein. Nur ein Termin zur Kontrolle. Bei mir wisst ihr ja, Weber. Ja. Zur Kontrolle spielt doch keine Rolle. Der Mann ist toll. Einfach Hammer. Nein, auf jeden Fall. Das Wartezimmer wie immer voll beim Arzt. Das kennt ihr ja wohl selbst. Und dann unterhalten sich da zwei ältere Damen. Und das Ganze war ungefähr so. Ja, servus. Ja, Sie habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Ja, schön, dass Sie wieder da sind. Dann sagt die andere, gegenüber wohlgemerkt und immer lauter werdend. Ja, hallo, ja, haben Sie mich erkannt? Ja. Das ist doch ein Zufall, oder dass man sich beim Zahnarzt sieht. Wisst ihr, jetzt gehe ich so oft einkaufen. Wir wohnen hier bloß zwei Straßen weiter auseinander. Aber man sieht sie halt nicht. Aber ausgerechnet beim Zahnarzt, da denkst du nichts und gehst zum Zahnarzt. Ja, so weit, so gut. Ich habe mir da auch nichts gedacht. Neben mir dann so ein Magazin, ihr wisst ja, die Zeitung, was so rumfährt. Tu so, wie wenn ich lesen würde oder lesen kann. Ich kann ja eh nichts lesen, aber mich interessiert das Magazin eigentlich nicht. Tu so, wie wenn ich total vertieft wäre. Dann fängt die andere an. Ach, wisst ihr, ich bin heute auch bloß zur Kontrolle da. Ach, ja, das hat Kontrolle geht noch. Aber wenn ich Ihnen jetzt die Geschichte erzähle, was ich mal gehabt habe. Dann sagt die andere, au. Die ist sowieso neugierig, also so hat sie mir den Eindruck gemacht. Und dann sagt der andere, ja, schieße sie los, ich höre zu, ich höre zu, ich habe Zeit, ich bin ja noch nicht dran, ich habe Zeit. Auf einmal fängt die ältere Dame an und meint so, ja, wisst ihr, ich musste, vor einem Jahr ist mir das passiert. Ich muss da her. Bei mir hat's die Blomben aus. Die Blomben hat's mir aus. Und die Frau, ja, und die andere, ja, wie ist das passiert? Ha, wisst ihr? Ha, mein Sohn geht immer ja, auf so Jahrmärkte oder geht in Freizeitparks. Und dann, wenn, dann fragt er immer, soll ich etwas mitbringen? Und dann sage ich, ich hab alles. Da kommt er. Und bringt mir Schlägereien mit. Ich als alte Naschkatz. Da bringt er mir Schlägereien, ja. Da bringt er mir Schlägereien mit. Und die andere hell begeistert, ach, das macht mein Sohn nie. Und ja, auf jeden Fall hin und her. Ich mir schon so die Zeitung immer näher so ins Gesicht gehalten, so, okay. Dann, sagt die, ja wisst ihr, mir hat's die Blomben aus. Ich nasch da und nasch. Auf einmal macht's ratzfatz die Blomben draußen. Und es hat zwei Weder. Und dann sagt die andere, ja was sind's denn? Nascht Nüsse. Neu. Ich hab Zuckerwatte gegessen. Und dann hat's die ratzfatz die Blomben aus. Aber wisst ihr, jetzt bin ich ja nur zur Nachuntersuchung, aber. Ach, ich kann da rohe Nudeln essen, ich kann auf Steine essen, klopfe auf Erbsen, Bohnen, Popcorn. Ah, die Blom sitzt.
Die Blom sitzt einwandfrei. Und dann sagt die andere, ja, probieren Sie doch das Teufelszeug, da die Zuckerwatt. Ha, wenn das so ist, wenn es doch die Blomben aushaut, dann kaufe ich doch kein Alleskleber mehr, dann nehme ich doch Zuckerwatt. Und ich, ja, kurz vorm Durchdrehen, leg die Zeitung hin und sage, ach, ich musste ja irgendwas sagen, weil sonst, ja, ich kann ja schlecht hier, es kommt ja unhöflich, ich bin ja ein höflicher, netter Mann, wie ihr alle kennt. Es kommt ja total unhöflich, wenn ich da dann so anfange zu lachen. Ich sage, ach, nee, ist schon zu spät. Zum Glück habe ich dann dran. Aber ey, oh, Freunde, was meint ihr? Ich kann mir das nicht vorstellen, beim besten Willen nicht, dass es eine Plombe raushaut von der Zuckerwatte. Also, wenn die Stahlwolle genommen hat, ja, vielleicht was anderes, aber naja. Wir wissen es nicht, ist ja egal, das wollte ich euch sagen. Freunde, schreibt mir doch einfach mal, ob ihr auch mal in so peinliche Aktionen kamt, wo sich welche unterhalten haben und ihr euch eigentlich schon vor Lachen wegschmeißen musstet oder ja. Oder ja, so einfach, ob ihr auch so Aktionen mal erlebt habt. Schreibt mir das einfach. Kommentiert mir. Ich freue mich auf eure Comments und ja. Puh. So, müde bin ich, geht's so. Ich mache jetzt hier den Deckel zu und grüße nochmal ganz lieb ganz Europa und auch weltweit. Hip hip und hurra, draußen schneit's und ich bin hier drin im Warmen. So soll's ja sein. Deswegen lade ich euch hier in meine Wohnung ein. Bis dahin, piep, 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 ich hab euch mega lieb. Servus, Prostet und Neujahr. Und das Ganze, hip, 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 hurra. Ciao, macht's gut, servus, danke fürs Zusehen und Zuhören. Und der Kameramann macht jetzt einen Schwenk. Schwenk. Okay, bin ich noch drauf? Ah, ich bin noch drauf und wir sehen uns an einer anderen Stelle. Ihr wisst schon, auf derselben Welle. Jo. Jo, das soll's gewesen sein. Ich nehme euch wieder mit, wenn's heißt, das wird genauso ein mega Brüller, Knüller, mordsmäßiger Hammer-Hit. Bis dahin, piep, piep, piep.